Wie sieht's beim Steinbruch aus? Okay, eine weitere Schicht. Die dritte Schicht ist abgetragen. Wir haben zum Glück noch mehr als genug Steine. Ah ja, das hier abtragen wird dann lustig werden. Oh, hier sind wir auch schon fast wieder fertig. Nur noch drei Teile zu füllen. Und ja, es ist mal wieder richtig dunkel, dass ich genau ranzoome, gucken muss, wie weit sie schon aufgefüllt haben. Wo fehlt hier Steinchen? Naja. Wird sich irgendwie ausgehen, hoffe ich mal. So, ihr steht untätig hier rum. So. Da ist ein Loch. Das wird jetzt unsere untere Ecke. Das wird zu weit. Das ist Leck. So. Oh, da liegt ein Steinchen. Lag ein Steinchen, das ist die Spawn. Aber ist auch egal. Ich glaube langsam, ich muss von hier. Mal einen wieder zum Steinbruch rüber schicken. Weil unsere Vorratslager, die leeren sich doch schon ziemlich heftig.
Hey, geht bis in die Ecke. Yay. Und irgendwie hat niemand wieder den Drang, den Block da aufzufüllen. Immer wieder toll. Naja, mehr Steine werden dann so nicht schlecht. Wir haben insgesamt 10 Lines. A10. Okay, wir haben noch ungefähr die Hälfte von unseren Steinen. Wir haben genau die Hälfte von unseren Steinen. 8000 können wir maximal lagern und 4000 haben wir. Jetzt sind es 4020. Na, sehen wir den Korruptboden mal wieder oder haben wir ihn schon wieder verpasst? Da geht er gerade unter, ey. Ziemlich nah an der Welt. Tschüss, Korruptboden. Korrupt von uns können gerne auf dir bleiben. Oh, sie haben es geschafft. Nein. Sehr gut. Schaffen wir es wahrscheinlich in der Aufnahmesession sogar schon mit der Deckschicht anzufangen. Dann machen wir mal so. Und wieder liegen da Steine in der Gegend rum. So.
gut. Na, ah, guck mal, die Hälfte von der Ebene haben sie auch schon abgetragen. Ja, aber sieht doch gut aus bis jetzt. Wir sind auf der Höhe. Und ich finde den Effekt klasse mit den Hölzern zwischen den Erdwellen. Noch eins höher gehe, was ich gerade kann, weil dafür muss ich das verschieben. Nee. Oh, ich habe da noch. Nee, das ist noch im Einzugsbereich. Wir sind nun mal wieder zu. Und fähig es zu füllen. Kommt, ey, echt. Oh, die sind schon despawned. Voll gemacht. Der Effekt hier ist auch toll. ja. Oh, das Loch ist gefüllt. Also wir können hoch bis hierher gehen. Perfekt. Aber ich glaube, für die Deckschicht wird es doch nicht mehr reichen. Weil die Ecke hier wird noch ein bisschen Arbeit in Anspruch nehmen. Ja. Also ja, wieder eigene Meinung von mir. Wahrscheinlich keiner hören möchte. Jetzt, wo wir hier im freien Bauen sind, ist es ja kein Problem mit den AI-Bugs. Und den Aussetzern und allem. Aber in Invasion gerade oder auch in Conquest sind solche Sachen echt richtig kontraproduktiv. Wenn man unter Zeitdruck steht und die Bricktrons dann einfach. Genau, mal kurz. AFK gehen und überlegen müssen, was sie jetzt machen sollen. Und ich finde nicht, dass das zum Schwierigkeitsgrad dazu gehört.
sowas mit berücksicht zu berücksichtigen. Das ist dann eher. Nee. Einfach nee. Aber das ist nur meine unpopuläre Meinung. Einfach weil ich die Wahrheit berücksichtige, dass ich vom ersten Moment an, als ich nur ein YouTube-Video von dem Spiel gesehen habe, begeistert davon war, obwohl ich das Indie-Studio nicht mal kannte, weil es ein nagelneues war. Also ja, Castle Story das erste Spiel von denen war. Und ich sofort, als ich die Möglichkeit hatte, Baker zu werden, hier das erste Mal Baker war. Also mich was. Mich beteiligt habe. Habe ich trotzdem meine Zähneknirschen damit, wenn ich mir ansehe, wie sich das Spiel genau entwickelt hat. Beziehungsweise was sich an dem Spiel nicht mehr entwickelt hat. Sozusagen, man fährt sein Traumauto, aber die einzige Farbe, die es gab, war Pink. Außer man steht unbedingt auf Pink, dann vielleicht eher nicht. Dann ist es vielleicht. Was wäre eine furchtbare Autofarbe? Eiterbeutel, gelb. Hier müssen wir auch dann noch bisschen füllen, hä? Oh ja, ich würde sagen, wir speichern hier jetzt mal wieder. Save Override. Und dann gibt es jetzt erstmal einen Cut. Und wir sehen uns gleich wieder.